Hallo liebe Patschewonen und herzlich willkommen zu den News. Es geht weiter mit den Neuheiten für Essen. Ich schnack gar nicht lange rum. Ihr wisst, hier geht es wirklich nur um einen Überblick zu verschaffen. Und ich fange an mit Boardgame Circus. Da habe ich nämlich bei der letzten Folge eins vergessen. Nicht ganz unwesentlich. Maschine Arcana kommt. Das sieht natürlich schon sehr, sehr, sehr geil aus. Und ich freue mich, dass das auch auf Deutsch kommt. So ein bisschen an Cthulhu angelehnt. Und im Endeffekt, na, wir haben hier Heldentruppe, Monster, die wir wegslashen. Ihr seht es schon auf den Bildern. Ich weiß gar nicht, wie teuer das ist. Ich denke mal, dadurch, dass das Standys sind, günstiger als die normal mit den ganzen Miniaturen-Varianten. Sieht auf jeden Fall cool aus, habe ich Bock drauf. Werde ich mich nochmal ein bisschen genauer reinlesen und gucken, was das genau alles ist. Hoffe, dass ich da vielleicht auch auf der Messe eine Runde Probe spielen kann. Jetzt weiter mit Buchstaben C haben wir als erstes, Capstone Games. Uha, da kommt einiges auf euch zu, sage ich euch jetzt schon mal gleich. Ark Nova kommt auch bei Feuerland, wie ihr seht. Da werden wir eine Überschneidung haben. Und im ersten Moment muss ich sagen, das Cover spricht mich gar nicht an. Also, jetzt gucke ich mir das irgendwie hier. Diese Tiere sehen realistisch aus und irgendwie, weiß ich nicht, gefällt euch das? Aber das Spielmaterial und der Ablauf, durchaus interessant. Ich kann mir nicht anders helfen, als zu sagen, das sieht so ein bisschen aus wie Terraforming Mars. Irgendwie vom Spielgefühl her wirkt das irgendwie auf mich so. Wir wollen, ich gucke mal eben ganz kurz, wir sind Zoo-Manager, wollen ein Zoo bauen, haben da irgendwie Teilplacement, jeder hat sein eigenes Board, neue Karten, die irgendwie Gebäude oder Tiere oder dergleichen, Angestellte, da sehen wir auch schon, ich bin jetzt von dem Artwork so, ich weiß gar nicht, hin und her gerissen, würde ich fast sagen. Interesse ist geweckt. Und Interesse ist geweckt auch bei Boon Lake. Zieht euch das Cover rein, flasht vielleicht noch nicht so im ersten Moment komplett weg, aber ich sag nur eins, das ist der neue Pfister. Muss ich da noch mehr sagen? Ich glaube nicht. Wir haben hier ein Expertenspiel. Ich mach's trotzdem. Wir haben hier ein Expertenspiel. Wir bewegen uns oben auf dieser Map. Vor können da auch wieder Teilchen liegen, was entdecken. Haben ein Playerboard, wo man Sachen freischalten kann. Auch das nichts Neues. Aber dieser Aktionsmechanismus, den wir haben. Und hier haben wir auch wieder diesen Teilhabe. Also wenn ich etwas mache, dann kommt das den anderen aber auch irgendwie zugute. Und es sieht mir so aus, als ob man das auch noch so ein bisschen programmieren kann, was man in welcher Reihenfolge, welche Actions man da macht. Ganz so viel ist zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht bekannt. Ich bin aber schon angefixt. So schnell geht das manchmal bei mir. Coffee Traders. Gerade draußen. Wer es noch nicht auf dem Schirm hat oder noch nicht gesehen hat, wir haben ein Video dazu draußen. Ich knall da mal oben einen Link rein, falls ihr das sehen wollt. Da hat Ark nämlich schon eine Review zu gemacht. Deswegen brauche ich an dieser Stelle gar nicht so viel zu sagen. Außer wir haben hier ein super knallhartes Optimierungs-Eurogame. Glückselemente fast gleich null. Sehr viel zu kalkulieren. Wo kann ich wie die meisten Punkte zu machen, ein bisschen spekulieren. Wie gesagt, zieht euch die Review rein. Nächstes Spiel, Imperial Steam. Ein Zugspiel, Cover sieht cool aus. Gucken wir uns mal eben das Material an. Da gibt es nämlich eine ganze Menge, wie ihr seht. Aber ich weiß gar nicht, irgendwie im Großen und Ganzen habe ich mir irgendwas Spektakuläres notiert. Nein. Ja, Pick up and deliver, Aufträge erfüllen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was hier der Unique Selling Point ist. Was macht dieses Spiel besonders? Was macht es anders? Kein Plan, aber sieht solide aus. Für alle Liebhaber von Maracaibo haben wir hier die Expansion. Und da habe ich mir wirklich einiges zu notiert. Das muss ich direkt mal ablesen. Wir haben hier diverse Szenarien, kooperativ, gegeneinander, asymmetrische Fähigkeiten, optionale Stories, Legacy-Tiles, neue Projekte und für den Solo-Modus kommt ein neuer Rivale dazu. Ja, für Leute, die das Spiel feiern, No-Brainer, oder? Geht's weiter, würde ich sagen. Korax Games, was habt ihr so am Start? Die Chronicles of Crime, beziehungsweise hier ist Chronicles of Time.
Saga, die hat schon angefangen, die geht weiter. Auch hierzu werden wir noch eine Review machen. Ihr kennt, das ist ein Detektivspiel. Man braucht die App, man muss Sachen einscannen. Kann ich gar nicht viel mehr jetzt zu sagen, außer dass wir uns mal hier gucken. 1400, cooles Setting, flasht mich irgendwie, sieht geil aus. 2400, höhere Zahl, noch besser. Für mich auf jeden Fall. Sieht richtig, richtig geil aus. Ich glaube, das wird der beste Teil der Reihe. Einfach nur, weil das Setting mich anfixt. 1900. Nett. Ja, machen wir weiter. Komm. Council of 12 ist der, ich sag mal, Nachfolger von King of 12. Man sieht auf jeden Fall gewisse Ähnlichkeiten, aber der große Unterschied ist, dieses Spiel ist vollkommen kooperativ. King of 12 war cool. Ich denke mal, das wird auch ein gutes Spiel sein. Wird man nicht viel mit falsch machen können. Vielleicht einfach mal blind zuschlagen und sich überraschen lassen. Mini-Rook. Ein minimalistischer Dungeon Crawler für ein bis zwei Spieler. Minimalistisch, wahrscheinlich in vieler Hinsicht. Auch die Grafik, die mich, das muss ich sagen, an dieser Stelle mal so gar nicht abholt. Spricht mich nicht an, aber vielleicht ist das Spiel cool. Machen wir mal direkt weiter mit einem Spiel, das definitiv cool ist. Und zwar der perfekte Moment. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ganz so viel, was diese Erweiterung bringt. Taschendieb klingt aber irgendwie spannend. Werde ich mir auf der Messe nochmal genauer angucken. Genauso die zweite Welle viral, ja, zu Corona-Zeiten vielleicht ein Spiel, das irgendwie vielleicht ein bisschen makaber, aber ja, vielleicht funktioniert es auch, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein geiles Spiel, das kann ich schon mal sagen. Ein richtig cooles Area-Control-Spiel, ganz unique irgendwie auch vom Grafikstil her und so weiter. Und da kommt jetzt noch eine Erweiterung zu raus, obwohl das Spiel schon ein bisschen älter ist. Und auch das sieht ziemlich cool aus. Und zwar kriegt man da nochmal asymmetrische Fraktionen, kann sich da irgendwie aufleveln. Ich finde es auf jeden Fall, es klingt spannend, klingt cool. Weiter geht's mit Cranio Creations und dem ersten Titel, der auf meiner Liste ist, Carnival Zombies Second Edition. Die erste habe ich nicht gespielt, die zweite bis soll optimiert sein und enthält einfach mehr. Ihr seht auch schon unten in der Ecke hier, Seal of Excellence ist das, glaube ich, vom Dice Tower. Neue Szenarien, Koop sieht auf jeden Fall in irgendeiner Form spannend aus. Miniaturen sind cool, werde ich mir auf jeden Fall mal genauer angucken. Irgendwie spricht mich das an. Beim nächsten Spiel tue ich mich mit den Namen ein bisschen schwer. Arientes sieht erstmal nach einem Kinderspiel aus, aber auch irgendwie ganz nett mit den Farben und so weiter. Was haben wir hier? Es ist im Großen und Ganzen ein abstraktes Strategiespiel und es geht darum, diese Territorien irgendwie für sich zu beanspruchen. Mehr weiß ich an dieser Stelle nicht, brauche ich vielleicht auch nicht, denn es geht weiter mit Golem und zieht euch dieses Cover rein. Mega, oder? Keine Ahnung. Irgendwie holt es mich einfach ab. Und wir haben hier einen Engine Builder. Mega geiler Mechanismus, feiere ich ab mit irgendwie Zaubersprüchen. Man hat ein Playerboard, Meeple, die man irgendwie rumstellt, die Kugeln, die darum. Also, es ist leider noch gar nicht ganz so viel bekannt, außer dass man irgendwie mit verschiedenen Zaubersprüchen verschiedene Effekte macht und seine Golems, glaube ich, irgendwie versucht zu bewegen und zum Leben zu erwecken. Sieht relativ groß und komplex aus und setze ich hiermit schon mal auf meine Liste. Nicht auf meiner Liste steht Lorenzo. Da kommt jetzt die Big Box raus. Ich habe es noch nie gespielt, obwohl es so ein cooles Spiel sein. Ich weiß gar nicht, irgendwie hat es mich nie angesprochen. In dieser Big Box sind auf jeden Fall vier Erweiterungen drin. Ich mache mal direkt weiter mit dem nächsten Maharaja. Wenn ich mich nicht irre, ist auch das ein älteres Spiel, das jetzt nochmal neu rauskommt, Neuflagen Reprint. Man sieht oben schon die Namen, ein Kramer Kiesling Werk. Wir machen auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Verlag, Days of Wonder. Und da war ich ja im ersten Moment geflasht, als ich den Titel gelesen habe, ne? Small World, The Lost Tribes, Crusade. Und ich dachte, was? Ein Mix aus drei Spielen oder was da los? Und dann bin ich mehr oder weniger ein kleines bisschen enttäuscht gewesen. Small World, geiles Spiel. Und mit dieser Erweiterung, das ist eine Mini-Erweiterung, kann man das jetzt auch solo spielen oder es wird auch für zwei Spieler optimiert. Naja,
weiter, nächster Titel. Ticket to Ride kriegt nochmal eine Jubiläumsausgabe. Ja, ich glaube, da brauche ich auch nicht mehr viel zu sagen. Wer es noch nicht hat, steigt damit auf jeden Fall gut ein. Ich kann mal gucken, habe ich mir irgendwas notiert? Nicht wirklich, ein paar Erweiterungen sind drin. Delicious Games haben wir auch noch am Start. Eigentlich hatte ich das hier schon vorbereitet aufgenommen, habe das gesehen, dachte mir, nee, komm, mach nochmal zurück, musst du mit reinnehmen. Denn der Titel Messina 1347 sieht wirklich cool aus. Ich habe ein bisschen was dazu durchgelesen, habe es nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, worum es geht. Aber die Playerboards sehen cool aus. Wir haben da verschiedene Bereiche, können uns da ein bisschen spezialisieren. Und auch der Bereich in der Mitte sieht erstmal äußerst spannend aus. Tut mir leid, dass ich an dieser Stelle nicht mehr sagen kann, aber die Bilder reichen mir auf jeden Fall, dass ich denke, musst du dir nochmal genauer angucken, musst du dir auf der Messe vielleicht auch mal zeigen lassen. Gehen wir zum nächsten Stand, Devir. Die haben auf jeden Fall viele spannende Sachen am Start. Und ich fange mal gleich mit dem Spannendsten an, wo ich auch ehrlich gesagt gar nichts drüber weiß. Großartig ist, außer dass es eine Mischung ist aus Deckbilder und Dice Placement. Deckbilder und Worker Placement ist schon cool, aber Deckbilder und Dice Placement ist ja noch cooler. Und dann zieht euch mal dieses Cover rein. Und ich weiß jetzt nicht warum, aber es gibt zwei Covers dafür. Vielleicht gibt es da verschiedene Karten, vielleicht kann man da beide zusammennehmen und dann noch einen größeren, wie bei Imperium gerade. Ich weiß es nicht, es gibt auch nicht mehr zu sehen, aber das sieht mega cool aus. So, wer bei Carcassonne noch nicht eingestiegen ist oder es unbedingt mal ausprobieren möchte oder eine Sammlung hat, der möchte vielleicht auch diese Jubiläumsausgabe haben. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus. Ich habe es zwei, dreimal gespielt. Irgendwie flasht es mich nicht komplett weg, aber weiß ich gar nicht. Kommt bei Hans im Glück auch noch raus und enthält drei Mini-Expansions. Komm. Weiter, nächster Titel, würde ich sagen. Castle Party ist ein Flip-and-Ride-Spiel. Das sieht natürlich auch immer irgendwie nett aus. Funktionieren eigentlich auch immer gut, die Spiele. Hier muss man seine Horror-Party-Gäste irgendwie positionieren und dann Punkte optimieren. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Besonderes darstellt. Das tut aber der nächste Titel, zumindest das Cover sieht schon mal irgendwie abgefahren aus. Lunar Capital. Und es war gar nicht so einfach, irgendwas darüber rauszufinden. Es ist auf jeden Fall ein Card-Drafting-Spiel, wo man eine Stadt auf dem Mond zusammenbaut. Klingt spannend. Leider ist nicht mehr zu sehen. Müsst ihr die Augen aufhalten, um da vielleicht mal ein bisschen was zum Spielmaterial zu finden. Noch war es nicht da. Auch spannend, Maze Escape. Und das ist, da musste ich mir echt zweimal gucken, wie funktioniert das so. Ich versuche es euch jetzt mal anhand dieser Bilder zu erklären. Wir haben da diese Maps, die sind wie diese alten Karten, die man, als noch kein Google Map gab, als man diese Stadtkarten hatte. Und man muss praktisch dieses Labyrinth, man muss gewisse Aufgaben erfüllen, muss man mit dem Stift verfolgen. Den Stift darf man nie absetzen. Die Map kann man aber auf und zu, hoch und runter klappen, wie man will und muss dann versuchen halt gewisse Gegenstände zu finden und nachher von A nach B zu kommen. Und da gibt es schon zwei Spiele von und da sind, glaube ich, mehrere Maps jeweils drin, so wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall spannend. So, dann haben wir noch einen Titel, da muss ich mal glatt ablesen. Moctezuma heißt das. Das Cover sieht cool aus, auch hier ist leider gar nicht so viel zu sehen. Wir haben ein Tower-Defense-Spiel, Hand-Management, sieht auf jeden Fall irgendwie erstmal spannend aus, mehr an dieser Stelle leider nicht. Auch von dem nächsten gibt es gar nicht ganz so viel zu wissen, aber es reicht eigentlich fast. Und zwar von Paris, Stadt der Lichter, gibt es eine Erweiterung. Wer dieses abstrakte Strategiespiel feiert, wird um diese Erweiterung, glaube ich, nicht herumkommen, denn da kommen 8 neue Karten samt ein bisschen Equipment, also mehr Varianz, mehr Abwechslung. Schadet ja nie. Gucken wir mal ganz kurz bei DLP Games rein. Da haben wir nämlich auch Boon Lake, das hatten wir ja vorhin schon in dieser Folge. Und außerdem kommt ebenfalls die Maracaibo-Erweiterung dort heraus. So, die nächsten beiden Buchstaben abgehandelt. Ich würde sagen, die Folge war, glaube ich, deutlich kürzer, vielleicht ein bisschen angenehmer. Ja, wie findet ihr das? Wollt ihr lieber halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde? Wie lange wollt ihr diese Folgen haben? Oder sagt ihr, nee,
kurz, knackig, das reicht mir. Gib mir da mal so ein bisschen Feedback, weil es sind ja noch einige Buchstaben, wo ich noch durchgehen muss und will, um euch die zu zeigen. Und ja, würd mich mal interessieren, was ihr da so am besten findet. An dieser Stelle verabschiede ich mich aber und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Löw.